Ja, als nächstes wollen wir die globale Version des Satzes von Pekka Lindelöf formulieren. Und dazu nehmen wir an, wir haben eine Anfangswertaufgabe. Und da ist, wie ich vorhin schon angekündigt habe, die Definitionsmenge von f, gerade i kreuz j, mit einem Intervall i, einem abgeschlossenen Intervall i, und einem j. Und das j wählen wir hier ausdrücklich gleich r hoch n. Das heißt also, das im i kreuz r hoch n ist das d. Das f soll also definiert sein auf dieser Menge mit Werten im r hoch n. Und das f soll stetig sein und es soll Lipschitz stetig sein bezüglich y. Also Lipschitz stetig im zweiten Argument. Und ich habe hier nochmal hingeschrieben, was das dann bedeutet. Das bedeutet, dass die Norm von f und t und y minus f von t und z kleiner gleich l mal die Norm von y minus z ist für alle t-Element i und yz-Element r hoch n. Und entscheidend ist hier tatsächlich, dass diese Lipschitz-Konstante nicht von t abhängt. Ja, also das soll also global, diese Abschätzung, die hier steht, die soll global gelten, unabhängig von t. Und natürlich auch unabhängig von y und z. Okay, gut. Und ich behaupte, unter diesen Voraussetzungen gibt es eine Lösung der zugehörigen Anfangswertaufgabe. Das heißt, es gibt eine Lösung y, die definiert ist auf dem Intervall i mit Werten im r hoch n, sodass y' von t gleich f von t und y von t ist. Also y eine Lösung der Differentialgleichung und y von a gleich y0 ist. Ich habe dieses i hier vorne dick angemarkert, weil das ist eigentlich jetzt ein überraschendes Ergebnis. Vielleicht können Sie sich noch an unser altes Beispiel erinnern. Und zwar, das war das Beispiel y' von t gleich 1 plus y von t zum Quadrat mit y von 0 gleich 0. Das ist eine wunderbare Funktion. Ja, das f ist sicher, dieses f von hier vorne, die rechte Seite hier, die ist sicherlich stetig in y. T kommt gar nicht mal vor. Das heißt also, es ist mit Sicherheit eine stetige Funktion, die hier vorne steht. Sieht also alles super aus, aber das, und das ist definiert auf den gesamten reellen Zahlen, aber die Lösung dieses Anfangswertproblems, die ist maximal definiert auf so einem Intervall, ups, nicht abgeschlossen, sondern die ist nur definiert, ist nur definierbar für, na, jetzt ist der Wurm drin hier, für das offene Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. Das heißt also, es besitzt hier keine globale Lösung, obwohl f stetig ist auf dem gesamten, auf ganz r kreuz r hoch n. Die Erklärung kann ja nur sein, dass die Voraussetzungen des Satzes von Pekka Lindelöf für diese Funktion 1 plus y Quadrat nicht erfüllt sind. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Ja? Denn wenn Sie sich das anschauen, 1 plus y Quadrat ist nicht Lipschitz-stetig, um das nachzuweisen. Es ist nicht Lipschitz-stetig in y. Und um das nachzuweisen, haben wir vorhin ein einfaches Kriterium dafür uns ausgedacht. Denn wir müssen einfach nur die Ableitung nach y bilden. Die Ableitung nach y wäre 2y. Und die ist natürlich unbeschränkt. Das heißt, also die Supremumsnorm der ersten Ableitung ist gleich unendlich. Und nach dem Kriterium, was wir gerade gehabt haben, ist dann, okay, dann ist tatsächlich da die Funktion auch nicht Lipschitz-stetig. Okay, gut. Ja, also das heißt, für dieses Beispiel ist das nicht anwendbar. Und tatsächlich stellt sich heraus, eigentlich ist dieser Satz, so wie er hier steht, praktisch nie anwendbar, weil es nur ganz, ganz wenige Funktionen gibt, die global Lipschitz-stetig sind. Die meisten sind tatsächlich nur lokal Lipschitz-stetig und deshalb ist der Satz, so wie er hier steht, nicht brauchbar, aber wir werden ihn nachher benutzen, um eine lokale Version zu beweisen, also eine etwas eingeschränkte Version und die wird sehr viel häufiger anwendbar sein. Ja, zum Beweis beschränken wir uns zunächst mal auf ein kleineres Teilintervall von i und werden das dann hinterher wieder erweitern. Und zwar soll das sein, die Umgebung von A mit einem, mit einer maximalen Entfernung von Epsilon. Ups, das ist die Epsilon. Genau. Also wir definieren I1 als die Menge aller T-Element I. Für die gilt, dass der Betrag von T minus A kleiner gleich Epsilon ist. Und im Normalfall wird das sein, wenn das I groß genug ist, dann wird das einfach sein, das Intervall von A minus Epsilon bis A plus Epsilon. Und
andernfalls entsprechend weniger. Ja. Okay, gut, aber stellen Sie sich vor, das ist das Intervall von a minus epsilon bis a plus epsilon. Dabei definieren wir uns das epsilon als 1 durch 2l, mit anderen Worten, das i1 ist eine kleine Teilmenge von i. Okay, gut. Wir definieren uns als unseren Raum x die stetigen Funktionen auf der Menge i1 und versehen diesen Raum mit der Supremumsnorm. Dann haben Sie in der Analysis 2 nachgewiesen, dieser Raum ist vollständig. Ja, also eine konvergente Folge von stetigen Funktionen, die bezüglich der Supremumsnorm konvergiert, ist wieder stetig. Das heißt tatsächlich, das x, was ich hier definiert habe, ist ein Banachraum. Und das heißt, das ist so ein Kandidat für den Banachschen Fixpunktsatz. Okay, wir definieren uns unsere Funktion g, wie schon so ein bisschen von vorhin angekündigt. Und zwar soll das sein eine Funktion von x nach x. Und das heißt, wir stecken in dieses g eine stetige Funktion rein und es soll eine stetige Funktion wieder rauskommen. Gy von t definieren wir dann als y0 plus das Integral a bis t f von s und y von s ds. Wenn wir das tun, jetzt erstmal klar, natürlich ist gy eine Funktion und für t Element i1 ist das auch wieder hier eine Funktion auf i1. Außerdem ist das Ganze stetig, ja, denn y ist stetig und f ist stetig, also ist das, was hier vorne steht, auch wieder eine stetige Funktion. Das heißt, es ist wirklich auch eine Funktion g von x nach x. Das heißt also, g ist eine Selbstabbildung auf dem gesamten Raum x. Und wenn Sie jetzt zurückschauen in den Banachschen Fixpunktsatz, dann setzen wir praktisch hier d gleich x. Also die Teilnehmmenge, auf der wir das g betrachten, ist einfach der Gesamtraum. Okay, wenn wir den Banachschen Fixpunktsatz schauen wir erstmal, wenn wir zeigen können, dass diese Funktion, die hier vorne steht, einen Fixpunkt hat, dann gilt für diesen Fixpunkt y von t gleich y0 plus Integral a bis t f von s und y von s ds. Das heißt, das würde gerade diese Integralgleichung erfüllen, von der wir vorhin gezeigt haben, dass sie äquivalent ist zur Anfangswertaufgabe. Das heißt also, wenn wir zeigen können, g hat einen Fixpunkt, dann wissen wir sofort, okay, dass die Anfangswertaufgabe hat eine Lösung auf dem Intervall i1. Und das muss dann sogar eine eindeutige Lösung sein, weil der Banachsche Fixpunktsatz uns garantiert, dass diese Lösung eindeutig ist. Habe ich das eigentlich oben geschrieben, dass diese Lösung eindeutig ist? Nö, habe ich gar nicht gemacht. Dann schreibe ich das doch einfach mal dazu. Ja, es gibt nicht nur ein y, sondern dieses y ist sogar eindeutig. Okay, und das garantiert uns sofort der Banachsche Fixpunktsatz. Okay, wenn wir den Banachschen Fixpunktsatz anwenden wollen, dann haben wir eigentlich schon alles zusammen. Ja, also der Grundraum ist vollständig. Wir haben eine Selbstabbildung vom Grundraum in den Grundraum. Und alles, was wir noch zeigen müssen, ist, dass g ist kontrahierend. Und zwar natürlich kontrahierend bezüglich der Supremumsnorm, denn bezüglich dieser Norm ist ja auch der Raum vollständig. Also müssen wir ausrechnen, was ist die Supremumsnorm von g von y minus g von z. Und nochmal zur Erinnerung, y und z sind stetige Funktionen und g von y und g von z sind auch stetige Funktionen, denn g ist eine Abbildung vom Raum der stetigen Funktionen in die stetigen Funktionen. Supremumsnorm davon ist definiert als das Supremum über alle t aus dem Grundraum, alle t-Element i1. Ja, g von y von t minus g von z von t und davon die Norm. Und die Norm hier vorne, was habe ich da gemacht? Achso, da habe ich noch gar nichts gemacht. die Definition von gy haben wir, glaube ich, noch da oben stehen. Ja, das ist y0 plus das Integral a bis t f von s, y von s ds. Und ich habe keine Ahnung, wo das f hier vorne herkommt. Und wenn ich jetzt das gy hier vorne einsetze, dann steht da also das Integral a bis t f von s, y von s ds, eigentlich noch plus y0. Aber wenn ich das z einsetze, dann steht das Integral a bis t f von s, z von s ds und diesmal minus y0. Das heißt, das geht direkt raus. Und das hier ist, wenn ich die Definition von g einsetze, genau dasselbe wie das hier.
Okay, gut. Hier vorne beim Integral kann ich den Betragsstrich reinziehen, dann wird das Ganze höchstens größer. Das heißt also, hier steht jetzt überall ein Subt-Element i1 davor, das habe ich mir jetzt mal gespart. Dieser Term hier vorne, der hier steht, ist kleiner gleich dem Integral a bis t, Norm von f und f von s und y von s minus f von s und z von s ds. Okay, gut, aber jetzt können wir unsere Lipschitz-Konstante einbringen und dann ist das hier kleiner gleich L mal dem Integral von a bis t, Norm y von s minus z von s ds. Ja, das ist genau jetzt die Lipschitz-Stetigkeit eingesetzt. Okay, gut, nun ist aber y von s minus z von s, das s ist in i1. Das heißt also, y von s minus z von s in der Norm ist sicherlich kleiner gleich der Supremumsnorm von y minus z. Okay, also ist das hier kleiner gleich den Supremumsnorm von y minus z, kleiner gleich L mal Integral a bis t Norm y minus z ds. Und das ist kleiner gleich L mal, naja, jetzt haben wir jetzt das hier vorne konstant, das ist kleiner gleich L mal den Betrag von t minus a mal Norm y minus z in der unendlichen Norm. Hier steht Betrag, weil wir durchaus auch zulassen, dass das t kleiner ist als a. Das heißt, so kleine Bemerkung, wir lösen solche Anfangswertaufgaben meist nicht nur einfach nach rechts, sondern meistens direkt zu beiden Seiten. Man kann es also natürlich auch als Endwertaufgabe sehen und das Ganze von rechts nach links lösen. Und genau das machen wir hier. Okay, gut. Jetzt hatten wir aber dieses i1 definiert als das Epsilon-Intervall um a. Das heißt, also insbesondere ist der Betrag von t minus a ist kleiner gleich Epsilon. Das hier ist kleiner gleich L mal Epsilon mal die unendliche Norm von y minus z und Epsilon war 1 durch 2L. Das heißt, das ist kleiner gleich 1/2 mal die unendliche Norm von y minus z. Okay, gut. Ja, ich glaube, man kriegt es noch so gerade hin. Ja. Wir haben also nachgewiesen, dass die Norm von g von y minus g von z in der Supremumsnorm kleiner gleich 1/2 mal y minus z ist in der Supremumsnorm. Mit anderen Worten, g ist kontrahierend bezüglich der Supremumsnorm und das bedeutet, g hat einen Fixpunkt y und auch da genau einen Fixpunkt. Und damit ist y eindeutige Lösung der Anfangswertabgabe auf i1. Sorry, das habe ich hier irgendwie verbaselt. Okay, gut. Das heißt, wir haben nachgewiesen, tatsächlich diese Anfangswertaufgabe hat eine Lösung auf i1. Das ist aber nicht ganz das, was im Satz stand. Denn im Satz stand, das hat eine Lösung auf i. Und wir haben jetzt nur gezeigt, es gibt eine Lösung auf einem kleinen Intervall um a herum. Wie kommen wir da durch? Naja, also ich habe hier eine Zeichnung gemacht, die hoffentlich sofort klar macht, wie man vorgeht. Ich sage mal, das schwarze Intervall hier sei das gesamte Intervall i. Und wir haben hier vorne vorgegeben eine Anfangswertaufgabe y von a gleich y0 an dieser Stelle hier vorne. Und wir haben jetzt nachgewiesen, das besitzt eine Lösung im Intervall von a minus epsilon bis a plus epsilon. Okay, das ist noch nicht das ganze Intervall, aber das Intervall geht nach rechts weiter. Und da gucken wir uns einfach eine neue Aufgabe an. Und zwar die Lösung, die wir gerade bestimmt haben, die geht hier vorne durch diesen Punkt. Okay, ja, die reicht gerade bis zu diesem Punkt hier vorne. Okay, dann betrachten wir jetzt die Anfangswertaufgabe an der Stelle a plus epsilon, die an dieser Stelle hier vorne genau den vorgegebenen Punkt einnimmt. Ja, also die soll genau an dieser Stelle hier vorne mit der alten Lösung übereinstimmen. Okay, dann sagt uns unser Satz, den wir gerade bewiesen haben, naja gut, dann gibt es eine Lösung dieses Anfangswertproblems auf dem Intervall von a bis a plus 2 epsilon. Okay, auf dem Intervall a bis a plus epsilon hätten wir dann zwei Lösungen, nämlich einmal die Lösung, die von links kommt und einmal die Lösung, die von rechts kommt. Das kann aber nicht sein. Ja, also bleibt uns nur eins über. Die beiden Lösungen müssen gleich sein. Das heißt, die beiden Lösungen, die wir haben, die stimmen auf diesem Bereich hier vorne überein. Aber die neue Lösung, die geht jetzt natürlich von a plus epsilon bis a plus 2 epsilon. Und das bedeutet, wir können die alte Lösung tatsächlich fortsetzen und erhalten jetzt eine Lösung auf dem Intervall a minus epsilon bis a plus 2 epsilon. Und das kann ich natürlich bis zum Rand weitermachen, sowohl rechts als auch links.
bis ich das gesamte Intervall ausgeschöpft habe. Und auf diese Weise bekomme ich tatsächlich eine Lösung auf dem gesamten Intervall. Okay, gut. Ja, das heißt also, wir haben jetzt eine Lösung auf dem gesamten Intervall, aber wie ich gerade schon gesagt, der Satz ist reichlich nutzlos, denn er ist nicht wirklich anwendbar, weil die Lipschitz-Stetigkeit meistens nicht global ist. Das heißt, wir müssen uns irgendwie auf eine kleinere Menge einlassen und das werden wir im Folgenden tun.